Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist endlich das Glossybox Osterei bei mir eingetroffen. Es ist hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Glossybox Osterei gab es für Glossybox-Abonnenten für 35 Euro pro Ei und für Nicht-Abonnenten für 45 Euro. Ich habe das auch auf Instagram gepostet. Folg mir auf jeden Fall dort, wenn du sowas nicht verpassen willst. Ich heiße Aiduike P. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich weiß, ein verrückter Name, aber irgendwie, ich habe ihn mittlerweile sehr lieb gewonnen. Weil ich das so cool fand, habe ich mir nicht nur ein Ei geholt, sondern zwei. Eins davon wird in diesem Video verlost. Ich habe tatsächlich auch schon reingelinst. Ich bin da gar nicht so. Du kriegst nämlich die Eier in unterschiedlichen Farben. Und es soll sich auch, ich glaube, 4 goldene Eier oder so im Gesamtwert von 918 Euro oder so verbergen. Natürlich muss ich das spinsen, ne? Da war ich ein bisschen neugierig. Es sind aber in beiden Paketen blaue Eier drin. Der Pulli ist rein zufällig gewählt, tatsächlich. Den habe ich schon den ganzen Tag an. So, ja, wir öffnen diese Box. Und als erstes kommt dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Extremely beautiful, super witziges Motto. Da sind die ganzen Produkte abgebildet, was so drin ist, ne? Die ganzen Informationen und natürlich auch die Preise, die ich euch auch einblende. Denn das Ganze soll einen Wert von 125 Euro haben und da bin ich sehr gespannt. Ich habe erst gedacht, als ich das auf der Glossybox Homepage gesehen habe, dass man irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Eier bekommt, weil die ja auch so abgebildet waren. Dann hat die liebe Franka von Frankas Favorites, ich verlinke dir mal hier oben ihren Kanal, eine ziemlich coole Frau, das Glossybox Ei 2020 ausgepackt und es war nur eins. Und dann hat sie das auch erklärt und gesagt, das ist, ne, man kriegt unterschiedliche Farben, bla bla, gleicher Inhalt und so weiter. Ja, gut, ich habe das Ei bekommen, was ich am schönsten fand, was ich gut finde. Also die haben das hier in diesem Karton nochmal einzeln reingepackt in so einen Umkarton und trotzdem ist es irgendwie bei mir aufgegangen. Yay. Wir kriegen das nie hin, dass die Eier ankommen, ohne aufzugehen. Also bei dem Osterspecial 2018, was ich letztens in dieser Glossy Sale Aktion hatte, waren die Eier teilweise offen. Letztes Jahr war mein Ei offen und dieses Jahr auch. Macht wahrscheinlich halt auch so ein bisschen die vorsichtig löse ich das Ding. Sehr liebevoll, Claudi. Sehr liebevoll. Ich mache es jetzt einfach mal für den Look einfach nochmal zu. Es ist ein schönes Ei. Es ist auch ungefähr so groß wie mein Kopf, ein bisschen kleiner. Ich habe einen Eierkopf offensichtlich. Ich finde es auch schön. Ich liebe so dieses Mintgrün, Mintblau. Mintblau gibt es nicht. Dieses Pastellblau-Türkise. Und finde das richtig, richtig schön. Deswegen bin ich froh, dass ich das hellblaue Ei habe. Und wie gesagt, das ist auch hier in der Box neben mir, was ich jetzt in diesem Video verlose. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir einfach irgendein Eier-Smiley oder irgendein Oster-Smiley unten in die Kommentare schreibst oder irgendwas mit Ostern. Keine Ahnung, tob dich da aus, ne? Wenn du nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, aber trotzdem irgendwas mit Ostern schreiben möchtest, dann schreib, dass du nicht am Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Ich glaube, das macht auch Sinn. Und schau in der Infobox, da stehen die weiteren Teilnahmebedingungen. Ich finde schon, dass es ziemlich genauso aussieht wie letztes Jahr das Ei, aber das Ei vom letzten Jahr habe ich nicht mehr, leider. Und hier sind ganz viele Produkte drin. Und Franke hat gesagt, man soll es vorsichtig öffnen, auch wenn die Vorfreude auf den Inhalt sehr groß sein wird. Ja, hier haben wir den ersten Blick ins Ei. Und als erstes haben wir hier tatsächlich den Blush, der auch in der Sneak Peek angekündigt war. Das ist der Blush von Gosh in der Farbe Melon. Melone. Ich habe zwar schon Blush drauf, aber nicht so intensiv. Das heißt, ich kann mir den definitiv drüber setzen. Die Verpackung fühlt sich jetzt nicht so ultra hochwertig an. Es ist sehr, sehr leicht, sehr plastikmäßig. Aber wir hatten letztens von Gosh auch was in der Goodiebox mit drin, genau. Und das war gar nicht so günstig, so ein Color Correcting Kit. Das ist eine sehr, sehr helle Farbe, aber sie sagte, dass es gut ist. Sehr hell. Ist halt Melone. Okay, ja. Hoher Talganteil, also sehr, sehr weißlich. Jetzt nehme ich mir hier von Essence so einen Pinsel. Ich weiß nicht, ob der für Blush gemacht ist. Gehe rein. Oh, wow. Du kriegst hier richtig viel auf den Pinsel. Und den gebe ich mir hier mal so hin. Okay, da sieht man jetzt nicht das Allermeiste.
Ich glaube, das muss man auch mal so testen, ne? Haut mich jetzt nicht so von den Socken. Da sieht man nicht so viel von und ich bin ja hell. Hallo? Hallo, Blush? Komm her. Ich mag gerne viel Blush. Richtig viel Blush. Ich denke, das ist eher so ein Alltagsblush, so ein natürlicher Blush, den man sich auftragen kann. Ja, wenn ich den jetzt aufbaue, da sieht man ein bisschen was und es sieht sehr soft aus. Doch, das gefällt mir dann doch schon irgendwie, wenn ich das so sehe. Doch, das gefällt mir. Trage ich hier auch noch auf. Aber halt wirklich Alltagsblush, ne? Das heißt, den könnte ich tatsächlich auch zur Arbeit nehmen, weil du hast hier keinen Schimmer drin oder so. Ich hatte letztens einen Blush drauf auf der Arbeit. Ich habe ein bisschen übertrieben. Da fragte mich mein Kollege aus der IT, ob ich im Urlaub war. Ob ich so viel in der Sonne war. Ist wohl ein bisschen aufgefallen. Hm? Ja, doch. Aber es ist ein schöner Blush, doch. Das muss ich wirklich sagen. Ja, sehr dezent, aber schön. Gut, als nächstes habe ich ein Produkt hier drin, was ich schon auf meinen Augenbrauen drauf habe. Und zwar von Benefit, den 24 Hours Brow Setter, den ich so geil finde. Also das ist jetzt mein 6. Backup oder so. Den mache ich mir immer, das ist ein Augenbrauengel und den mache ich mir, nachdem ich meine Augenbrauen mit einem Stift gemalt habe, nochmal so drüber, bürste meine Härchen auch irgendwo in Richtung und damit werden die richtig fest getackert. Also da bewegt sich nicht mehr was und die bleiben an Ort und Stelle. Die sind bei mir sowieso nicht so kreuz und quer, aber wenn sie es wären, dann würde man die auch richtig in Richtung kriegen. Ich bürste mir das dann immer so ein bisschen hoch, mache mir die ein bisschen buschiger, dass es halt ein bisschen mehr aussieht und ein bisschen voluminöser, weil wo nichts ist, muss so viel rausholen. Und ja, geiles Produkt, hatten wir jetzt aber tatsächlich schon mega oft in der Glossybox mit drin. Also es ist das erste und das zweite Mal für mich ein mega Highlight gewesen, dass es drin war. Und mittlerweile ist es so, ja, okay, ist irgendwie klar, dass es mit drin ist, weil es ist immer mit drin, oder? Als nächstes haben wir von KIAT London einen Nagellack mit drin. Das ist der Iced Frappé Nagellack. Finde ich ein bisschen witzig. In den Glossy Box Eiern von 2018 hatten wir ja letztens erst einen drin, in so einem Mintgrün, was ich übrigens mega schön fand. Also den hatte ich auch, bevor ich diesen hier drauf gemacht habe, drauf. Und da habe ich eigentlich gesagt, ich bin ganz froh, dass ich die mit grüne Farbe habe und nicht dieses Altrosa, weil jetzt habe ich dieses Altrosa, werde es dann tatsächlich heute Abend mir noch drauf machen. Ja, ist okay, ist okay. Es ist süß, es ist hübsch, es lässt sich auch wirklich schön auftragen, das muss ich auch sagen. Also der Mintgrün hat sich toll auftragen lassen, hat auch lange gehalten. Ich bin damit in den Garten gegangen und er ist nicht abgegangen, ne? Das muss man wirklich an dieser Stelle lobend erwähnen, aber ich hatte dann irgendwann einfach Bock auf eine andere Farbe. Hatte dann den hier in der Goodiebox, glaube ich, mit drin. Das ist dieser orangene in der Vegan-Edition und fand den einfach total cool und habe den drauf gemacht halt, ne? Der aber auch schon wieder bröckelt, wie man sieht. Hier gerade am Mittelfinger, weil ich damit ja auch in den Garten gehe. Ja, deswegen kommt der dann heute Abend mal drauf und dann gucken wir uns den einfach mal ein bisschen intensiver an. Okay, jetzt habe ich hier den Lipgloss von Pixi bei Petra. Mensch, das sind aber jetzt echt keine neuen Produkte, die hier mit drin sind. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, ist das der Lipgloss, den ich auch gerade drauf habe, glaube ich. Honey Sheen, Honey Sheen. Läuft. Und den hatten wir doch im Adventskalender. Hallo. Im Adventskalender 2018 drin, glaube ich. Er ist schön, er ist toll, aber wir hatten den doch schon mal. Egal, geiles Produkt, ne? Nicht jeder ist so eine Horterin wie ich, also von daher, geiles Produkt. Freue ich mich in dem Sinne ja drüber. Ich habe ihn ja auch gerade drauf, also von daher, gefällt mir. Offensichtlich. Dann haben wir etwas. Oh, das ist schön. Felicité Woman von Evora Intense Eau de Parfum. Okay. Das ist cool. Ein Parfüm. Mag ich. Ja. Pure Musk Tuberose. Mhm. Cruelty Free. Auch das ist sehr freundlich. Das hoffe ich nur, wenn das so ein längliches ist, dass es auch ein Sprüher ist und nicht so ein Rollvieh. Weil Rollviecher benutze ich nicht so wirklich. Da bin ich immer ein bisschen... Es ist ein Rollvieh. Okay. Es ist ein Rollvieh, was schon ein bisschen ausgelaufen ist. Deswegen riecht es hier auch gerade alles so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du kaputt? Bitte sei nicht kaputt. Es ist auf jeden Fall stark ausgelaufen. Wenn man das hier so sieht. Also eigentlich müsste ich mir das gar nicht aufsprühen. Ich kann es ja so machen. Komm, was soll's, ne? Ich kann ja hier kein Produkt verschwenden. Das, was hier außen drum zu ist, kann ich schon mal drauf machen. Dann rolle ich das mal. Oh, da kommt aber viel raus. Da muss man aufpassen. Es riecht aber schön. Das ist wirklich schön. Aber da ist echt viel schon von raus. Ich weiß nicht, ob das alles schon ausgelaufen ist. Okay, ja. Bisschen besser eure Produkte verpacken, Glossybox, Menschen, Mensch. Was soll das denn? Ich verteile das jetzt auch so ein bisschen großflächig auf meinen Arm. Aber es riecht wirklich gut. Es hat so einen leichten
sehr, sehr weiblichen Ton, sehr blumig riecht es, also eigentlich voll mein Duft. Mag ich richtig gerne leiden, auch so ein bisschen erwachsener, also nicht so mädchenmäßig, sondern schon auch so ein bisschen Moschus scheint damit drin zu sein. Es riecht ganz angenehm, das muss ich sagen. Aber schade, dass es ausgelaufen ist. Naja, und dass es ein Roller ist. Aber notfalls, wenn es ganz wild ist und so, kann man sich sowas ja auch umfüllen. Da habe ich ja auch extra so Sprayer für, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Waren auch in diversen Adventskalendern drin, solche Sprayflaschen. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir das einfach in den Sprüher umfülle. Weil ansonsten würde ich es wahrscheinlich eher nicht verwenden. Dann steht es einfach im Schrank rum und dann ist es irgendwie schade. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sowas umfüllt. Aber meistens kann man sowas umfüllen. Lava Rhabarber. Als nächstes haben wir von Kérastase Nutrif Maskintense. Was bist du? Eine For Dry and Extremely Sensitized Hair. Das scheint eine Haarkur zu sein, weil Kérastase ist ja auch eine Marke, die ja, für Haare sind, ne? Das finde ich gut, ich mag Haarkuren. Ich mag es, meine Haare allgemein zu pflegen und ich mag schöne Haare zu haben. Ich kann jetzt zwar überhaupt nichts mehr riechen, weil ich nur noch das Parfüm rieche, aber wir gucken mal, ob ich dran riechen kann. Es ist sehr, sehr cremig, sehr pastig, wobei eher musig, ne? Aber es steht da gerade so hoch rum. Es riecht nach Nivea-Creme, riecht aber gut. Sehr, sehr cremig. Anwendung. Auf das gewaschene und handtuchtrockene Haar auftragen, in die Haarlängen und Spitzen einarbeiten, 5 Minuten einwirken lassen, aufschäumen und gründlich ausspülen. Ja gut, aber das ist auch möglich. Also dann kannst du quasi deine Haare waschen, einmal kurz ausbringen, abtrocknen, wie auch immer. Dann machst du das drauf, kannst du dann deine Beine rasieren oder sonst irgendwie was machen an deinem Körper. Für 5 Minuten und dann hüpfst du nochmal eben schnell unter die Dusche, spülst dir das Ganze ab und dann hast du wundervolle Haare. Okay, 5 Minuten geht auch noch. Ja, ich finde, das geht noch. Also wenn du so manchmal an manche Haarmasken denkst, diese Leave-in und dann später Ausspülgeschichten, die du dann 20, 25 Minuten drauf lassen sollst, das finde ich dann immer ein bisschen kritisch, muss ich gestehen. Übrigens interessant, hier steht drin, dass da ein Essie-Nagellack drin sein soll. Da war jetzt aber keiner drin. Da war ein Kia-Tee drin, den hatten sie wohl noch von vor 2 Jahren über. No shade. Okay, dann habe ich noch was für die Nägel und zwar von Neonail. Das kennt man doch von Mrs. Bella irgendwie. Das Cuticle Oil, das ist dieses hier. Sieht ein bisschen zerdetscht aus, ne? Die Verpackung. Sie wurde ein bisschen mitgenommen. Okay, das ist ein Nagelöl. Nagelöle finde ich gut. Nagelöle verwende ich sehr, sehr viel und jeden Abend an meinen Füßen, weil meine Nägel sind rund und die wachsen gerne ein. Und um das zu verhindern, verwende ich Nagelöl. Ist einfach so. Tut gut und hilft. Und ja, auf den Händen, es ist immer so eine Sache, ich mag das nicht so gerne, wenn ich so richtig ölige Hände habe. Ich weiß nicht, was ich dann die Zeit über machen soll, wenn es einzieht. Also es gibt natürlich auch so Baumwollhandschuhe, die ich auch habe, die man so überziehen könnte, aber irgendwie, naja, auf jeden Fall ist das mit drin. Und das ist die Geruchsrichtung Fresia. Das ist ja hübsch, das sieht aus wie eine kleine süße Parfümflasche, ne? Das gefällt mir. Hast hier oben eine Pipette mit dran, doch, das ist ganz nice. Ja, meine Fingernägel sind natürlich auch echt der Hit, ich sag euch das, also sind sie nicht, ne? Also die sind halt gerade mein Nagelbett. Ich kaue auch gerne Nagelbett. Darfst du nicht machen. Gibt man sich da so einen Tropfen hin. Kann man das einarbeiten. Das reicht dann auch immer für die ganzen Finger, ne? Das kann man dann eigentlich könnte man sowas wirklich machen, wenn man gerade am Fernsehen gucken ist oder keine Ahnung, wenn du gerade irgendwas nicht mit deinen Händen machen musst. Wenn du ein YouTube-Video schaust, dieses hier zum Beispiel. Genau, dann kann man das einfach so in die Finger einarbeiten. Ich mache das wirklich über die Nagelhaut und über die Nägel drüber. Bei den Nägeln macht das relativ wenig Sinn, wenn du eingenagelte Nägel hast, wenn du lackierte Nägel hast. Jo, riecht halt. Ich glaube, das ist das Parfüm, was ich rieche, Leute. Nee, das ist das hier. Das riecht auch sehr schön blumig. Das gefällt mir. Passt auf jeden Fall. Ich mag das, wenn so zur Osterzeit alles so blumig wird, alles, ne? Ah, wenn auch in den Boxen dann so immer so blumige Düfte drin sind und alles ist so weich und sanft. Das ist voll meine Zeit, voll meine Welt. Ich bin aber auch ein Maikind, das merkt man dann auch so ein bisschen, ne? Voll meins. Ich liebe auch Erdbeeren und Spargel, ne? Maikind halt. Okay, dann habe ich hier In Transit Camera Close-Up Mask Moisturizer and Primer in One von This Works. 20 ml sind hier drin und das ist wirklich so ein Allround-Vieh. Okay, interessant. Maske, Feuchtigkeitsspender und Primer in einem. Also ist es dann auch quasi eine Leave-On-Mask, die du nicht wieder abwaschen musst. Interessant. Ich weiß nicht, was du machen sollst, aber du bist bestimmt total super. Wir gucken ins Häppchen, weil ansonsten steht nichts auf dem Produkt. Dieser Powermix lässt Anzeichen von Müdigkeit verschwinden und hilft, das Feuchtigkeitsniveau der Haut zu steigern. Obendrein wirkt sein integrierter Lichtschutzfaktor 30, sonnenlichtbedingter Hautalterung entgegen.
Ja, eine haselnussgroße Portion entnehmen und auf gereinigte Haut vor dem Make-up auftragen, sanft einmassieren, bis das Produkt vollständig eingezogen ist. Werde ich machen, wird in meine Primer-Sammlung wandern. Hier haben wir etwas von Yves Rocher. Die sind jetzt immer mal wieder öfter in den Boxen drin, oder? Fällt nun mir das auf oder ist das euch auch schon aufgefallen? Ich finde das interessant. Elixir Jeunesse, also ein Jugendlichkeitskonzentrat. Double Action Repair and Anti-Pollution, hochkonzentrierter Afloia-Extrakt. Kannst du nicht aussprechen. Ich lasse es auch mal drin. Ich habe tatsächlich noch einige Serien hier, die auch geöffnet sind, die jetzt nach und nach auch verwendet werden. Deswegen bleibt das erstmal zu. Vielleicht wird es auch verlost. Ich weiß es nicht, denn ich habe echt viele Gesichtsserien im Backup. Wenn meine Sammlungsreihe von Make-up durch ist, was sehr, sehr bald ja auch der Fall ist, gehe ich ja auch weiter in meine Pflegesammlung. Ihr werdet mich für bekloppt halten. Deswegen, ich glaube, dass das wirklich demnächst verlost wird oder ich gebe das in der Familie weiter oder so. Mega schön, ich mag Yves Rocher, ich vertrage Yves Rocher auch sehr, sehr gut auf der Haut. Ich weiß nicht, ich hatte bislang, ich glaube wirklich noch nie ein Produkt, wo ich gesagt habe, das vertrage ich nicht, da kriege ich irgendwie irgendwelche Irritationen oder sonst irgendwas von. Deswegen finde ich das cool, wenn solche Produkte mit drin sind, weil meine Haut ist jetzt nicht unbedingt eine Referenzhaut, aber ich habe schon dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe und nicht unbedingt so gesund lebe und immer auf alles achte, tatsächlich auch sehr sensible und irritierte Haut. Dementsprechend, ja, garantiert super Produkt, aber wird weiter wandern, weil ich habe genug da. Aber wenn ich jetzt theoretisch nicht so eine Backup-Sammlung hätte, würde ich mich tierisch darüber freuen, weil es ist ein großes Produkt. Da haben wir, glaube ich, 50 Milliliter oder sowas drin. Ja, nee, 30. Das ist eine schöne Pipettenflasche. Das sieht man hier auch vorne drauf. Und, ach komm, aus dem Plastikvieh kann ich es rausnehmen. Das müssen wir uns jetzt trotzdem mal angucken, oder? Da ist mir auch keiner böse drum, wenn ich die Pappverpackung einfach mal öffne. Weil ich möchte das ja auch zeigen. Das ist ja auch wichtig. Oh, das sieht so schön aus, dieser Ombre-Effekt, dass es unten heller und oben dunkler hast. Finde ich wirklich wunderschön. Aber wie gesagt, lasse ich jetzt erstmal zu, aufgrund von genug Backups in meiner Sammlung. Und garantiert jemand anders kann sich da mehr drüber freuen, als ich das aktuell tue. So, als letztes haben wir hier eine Diamond Gold Dusk Sheet Mask Brightening von Vita Masks. Richtig geil, die werde ich heute Abend mir drauf machen. Das ist eine koreanische Face Maske, denn Vita Masks kenne ich auch schon. Das sind immer sehr, sehr tolle getränkte Tuchmasken, die ein leichtes Vlies haben, was sich schön meine Haut anschmiegt und wo ich nachher echt ein tolles Ergebnis von habe. Also das werde ich gleich auch verwenden. Wir haben es jetzt 7 Uhr abends und ich werde nachher noch duschen gehen und so und dann kommt die danach drauf. Mega geil. Und da soll Goldstaub drin sein. A luxurious moisturizing Korean face mask made with gold dust diamond powder and pearl extract to brighten your skin. Wahnsinn. Also mit Goldstaub, Diamantpuder und Perlenextrakt. Wow. Und das soll dein Gesicht zum Strahlen bringen. 1A. Und wenn diese Strahlen dann noch lange anhält, dann bin ich ja vollkommen begeistert. Ja, doch. Gefällt mir. Finde ich gut. Wird verwendet. Masken und ich sind sowieso die besten Freunde. Deswegen war das jetzt auch das perfekte Produkt, um das Ganze einmal abzuschließen. Das war jetzt das Glossy Box Eye von 2020. Fand ich per se so ganz cool. Also du hast recht viel dekorative Kosmetik, was ich persönlich feiere. Ich mag es, dass da wirklich was für die Nägel mit bei ist. Wirklich, das gehört für mich auch mit dazu. Ich mag es, dass da auch ein schönes Lippenprodukt mit bei war, dass da was Cooles für die Augenbrauen mit bei war. Ein tolles Face-Produkt, was auch universell verwendet werden kann. Aber ich denke, jemand, der noch heller ist als ich, hätte da wahrscheinlich seine Probleme mit, denn wie man sieht, sieht man nicht so ultra viel. Aber ja, wirklich. Also hat mir richtig gut gefallen. Und wie gesagt, du kannst ein Ei in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und auch dieses Ei hier an sich, das kannst du super jetzt zu Ostern weiter verschenken. Und das finde ich einfach klasse. Und ja, ich finde, das hat sich gelohnt. Für 35 Euro beschwere ich mich nicht. Und ich denke, dass wir werttechnisch auch definitiv die 125 Euro übersteigen werden. Ich bin sehr gespannt, bei wem man sieht, wer vielleicht mal so ein goldenes Ei hat. Ich werde das Ganze einfach mal, schreib mir das mal in die Kommentare, falls du vielleicht ein goldenes Ei gekriegt hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde es hart feiern. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.